Sie holten sensationell Gold im Beachvolleyball und halb Brasilien hatte hinterher schlechte Laune. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind heute bei uns. Außerdem Raphael. Und guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Vielen Dank in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn zwei Frauen begrüßen, die gerade direkt aus Rio de Janeiro kommen, wo ihnen etwas gelungen ist, was man ruhig historisch nennen darf. Gewinnen Gold im Beachvolleyball gegen zwei Brasilianerinnen im berühmten Sand der Copacabana und unter den Augen der berühmten Christusstatue, eigentlich fast schon Gotteslästerung. Es sah so locker aus und so leicht und tatsächlich aber haben sie diesen Sieg geplant und zwar über Jahre hinweg, sogar den brasilianischen Sand sollen sie hier in Hamburg angemischt haben. Stimmt das? Herzlich willkommen, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, dann ein Mann bei uns. Ah, herrlich. Also, schönen guten Abend nochmal und lass uns direkt rein. Es gibt viel zu. Fangen wir direkt hier vorne an, weil es so schön ist. Es glänzt das Gold und wir gratulieren noch einmal sehr, sehr herzlich. Ja, das war spektakulär. Und es ist so, habt ihr das für euch schon, wir haben uns auf das Du vorher geeinigt, schon begriffen, was da passiert ist, Laura, Kira? Jetzt so langsam wird's. Also es ist immer noch unwirklich. Also gerade so durch die letzten Tage zu gehen, auch so mit dem ganzen Gratulieren und bedanken, so, das ist super schön, aber man hat gar keine Zeit für sich eigentlich, um das mal zu realisieren. Aber so langsam zu Hause auf die Couch setzen, Beine hochlegen und dann wird's. Das ist eine unfassbare Geschichte. Ich habe das mal nachgelesen. Brasilien hat 7500 Kilometer Strand, Deutschland 2500. 5000 weniger, aber ihr seid Olympiasieger. Ja. Oder? Nicht so schlecht. Was war, Kira, was war der schönste Moment der letzten zwei Wochen für dich ganz persönlich? Ja, definitiv oben auf dem Podium stehen. Da ging wirklich noch mal kurz so die 4 Jahre, die wir wirklich hart gearbeitet haben, mit vielen Höhen und Tiefen, kurz durch den Kopf und dann nach links und rechts zu gucken und da eine Kerry Walsh, die 3-mal Olympiagold gewonnen hat, unter einem Stehender zu sehen in dem Moment, das war der Augenblick. Ist das besser, da oben zu stehen, Laura, als der entscheidende Punkt? Oder ist es dann doch der Moment, wo du weißt, okay, jetzt hat's geklappt? Ja, ist schon so, weil man dann wirklich mal ein paar Minuten hat, um das dann wirklich mal sich anzugucken, wo man da jetzt steht. Und es gucken einfach so viele Augen auf einen. Und der Matchpoint war erst so, dass wir uns ein bisschen länger anschauen mussten und realisieren mussten, was jetzt eigentlich wirklich passiert. Ist jetzt zu Ende. Kira hat auch gesagt, sie musste noch mal gucken, ob der Stand wirklich jetzt ist zu Ende jetzt. Der 21. Punkt hat ein bisschen länger gedauert. Und dann oben auf dem Podium war wirklich schon echt cool. Also wir mussten auch Carrie auch noch mal fragen, was wir da eigentlich machen sollen da oben. Das war so. Ja. Das ging nicht nur euch sehen. Ne? Also da muss man sich ja konzentrieren, das richtige Gesicht, wenn die Hymne gespielt wird und so weiter, muss man sich voll konzentrieren. Da kann der ein oder andere ein Lied davon singen. Wobei ich finde, wir sind ja immer viel zu hart bei der Frage. Immer so formell, man muss auch mal ein bisschen lustig dann sein. Ja, und ich denke mal, das ist doch so ein großes Ding, was so einem jungen Menschen da passiert ist. Das muss man dann irgendwie auch mal verstehen, wenn der nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen. Wir reden gleich und zeigen auch gleich unglaubliche Bilder, wie ihr das gemacht habt. Nur eine kurze Frage vorweg. Gerüchteweise soll es im Siegerflieger nach Frankfurt zur Alkoholknappheit gekommen sein. Stimmt das, Laura? Weiß ich nicht. ich habe das auch gehört. Ich habe das nur so nebenbei mitgekriegt. Nein, es war so ein bisschen schade. So. Allerdings ist es, glaube ich, auch besser gewesen. Was war schade? Nein, das kann Alkohol mehr. Naja, es war dann. wir haben dann noch versucht, einiges zu bekommen. Aber ich glaube, im Endeffekt war es besser, dass wir es nicht bekommen haben. Wir wollten ja dann auch nicht abstürzen. Also das wäre dann. Wir haben versucht, dann in die Ruhe Solange zu kommen. Solange der Pilot nicht mittrinkt, ist das ja alles kein Problem. Aber, wieso? Ich bin auch mit nach vorne und wollte mit dem Piloten auch eintrinken. Aber er wollte leider nicht. Gott sei Dank. Nein. Guter Mann. Habt ihr das entscheidende Match, die entscheidenden Punkte schon noch mal gesehen jetzt im Fernsehen? Mhm. Oder gab es noch keine Zeit dafür? Doch, ich habe es mir gestern noch mal das komplette Spiel angeguckt. Ja? Ja. Ich werde es mir aber auch noch ein paar Mal angucken. Und verdient gewonnen, ja? Ja, war schön. Ja? Das Spiel hat über 8 Millionen Zuschauer gezogen. Das ist ein großartiger Erfolg gewesen. Und weil es so schön war, schauen wir jetzt noch mal kurz rein in die entscheidenden Momente. 8,25 Millionen Leute. Niemand hatte so viele Zuschauer wie ihr bei eurem Finale. Wahnsinn. Also, Laura und Kira bei der Arbeit.
Was für ein schöner Moment. Wasser in den Augen, Laura. Nein, kann ich gar nicht. Doch, ein bisschen. Ich kann das verstehen, ich kann das völlig nachvollziehen. Das geht einem durch Mark und Bein. Ne? Und versucht euch dieses wunderschöne Gefühl noch so lange wie möglich zu erhalten. Ist das auch eine besondere Genugtuung, wenn man mitgekriegt hat, wie ein das Publikum vorher die ganze Zeit ausbuht? Ja, ich muss sagen, obwohl, also wir wurden gar nicht so sehr ausgebuht wie andere Teams, glaube ich. Zumindest kam es mir im Spielmoment nicht, also im Spielmoment haben wir es gar nicht so wahrgenommen. Natürlich hat man so ein paar Buhs immer mal gehört aus ein paar Ecken, aber ich fand die deutschen Fans, die paar, die da waren, haben super dagegen gehalten und wir haben es wirklich geschafft, dass im Halbfinale konnte man es ein bisschen testen gegen Brasilien und im Finale wirklich komplett auszublenden und nur die deutschen Fans daraus zu hören. Ist es wahr, dass ihr psychologisch darauf vorbereitet worden seid vorher? Ja, wir mussten das definitiv vorher besprechen. Also wir hatten schon mal Stadien, zum Beispiel in Klagenfurt ist auch sehr laut, dass man da das schon mal testen konnte, wie wir uns wirklich da benehmen, fokussieren und auf was wir uns konzentrieren. Mhm. Das haben wir mit unserer Psychologin auch noch mal besprochen, was genau da am besten ist. Und sie hat uns ein, zwei Tipps gegeben. Was macht man in so einem Moment? Ich meine, bei dem Stabhochspringer, bei den Franzosen, konnte man es deutlich sehen. Der arme Mann, der war völlig außer Konzentration und dann war es passiert. Ja, es ist wirklich so, was sie gesagt hat, fand ich ganz schön, dass man halt fünf Sinne hat und man kann nicht alle zur gleichen Zeit benutzen. Und wenn man versucht, das auszuschalten und sich auf andere konzentriert, zum Beispiel, wie fühlt sich der Ball gerade an, wie ist der Sand gerade unter den Füßen, wie fühlt sich das alles an, kann man das wirklich ausschalten. Du lenkst dich ab. Genau, man versucht das abzulenken. Wie machst du es? Ja, wir hatten auch in Klagenfurt schon mal ein Spiel, wo es wirklich sehr, sehr laut und das Spiel nicht gerade im Fokus der Zuschauer stand, wo wir uns vorgestellt hatten, dass wir auf dem Feld nebenan spielen, dass wir gar nicht, die uns jetzt nicht zugucken, sondern wir nebendran spielen und es einfach nur laut drumherum ist und das hat ganz gut geklappt. Also psychologische Kriegsführung und wo wir gerade dabei sind, die Sache mit dem Sand stimmt auch, ja? Also ihr habt doch hier in der Nähe von Hamburg trainiert. Ja, in Dulsberg. Und ihr habt den Sand aus Rio de Janeiro analysieren lassen und hier in Hamburg nachgemischt. Das ist der Olympiastützpunkt Hamburg, der hat das organisiert. Und Markus Böckermann, der auch bei den Olympischen Spielen war, der hat vorher schon beim Turnier Sand mitgenommen. Und dann haben sie das analysieren lassen und zusammenstellen lassen. Ja. Das heißt, ihr hattet hier Rio-Sand in Hamburg. Genau, auf einem Feld. Und da haben wir dann immer nur trainiert. Ist der anders als der deutsche Sand? Ja, naja, also es gibt unterschiedliche Sände, es gibt auch unterschiedliche Strände, es gibt auch sogar in Rio sind die Strände unterschiedlich, genau. Ipanema, Copacabana sind auch ein bisschen unterschiedlich oder wenn man in Amerika ist, sind immer ganz viele kleine Feinheiten, die unterschiedlich sind und ich finde, der Rio-Sand ist perfekt in Copacabana, der hat sich sehr gut angefühlt. Goldsand für euch. Goldsand. Ne? Ja, absolut. Herrlich. Das klingt ja auch immer wieder so ein bisschen durch. Das war ein perfekt geplantes Unternehmen, oder? Kann man das so sagen? Das war der Plan, Gold zu holen. Ja, der Plan war auf jeden Fall da. Und eine Medaille war schon so der große Wunsch, den wir hatten. Mhm. Gold, natürlich will man immer gewinnen. Und dass es da so perfekt zusammenläuft, war, glaube ich, in den 4 Jahren nicht immer abzusehen. Mhm. Und dass man uns auch so hingesteuert kriegt, das ganze Team drumherum, auch die Trainer allgemein, uns, dass wir wirklich in den 2 Wochen fit sind und unseren besten Beachvolleyball spielen. Da kann immer was dazwischen kommen. Man kann noch krank werden und das hat einfach alles so gut zusammengepasst. Was ja auch passiert ist, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber Laura, Anlauf, glaube ich. Mhm. Ne? Und der Plan war, Olympiagold zu holen. Mhm. Und du hast dir dann ja fast wie in einem Casting, also Laura sucht die Super-Beach-Volleyballerin, Kira ausgesucht und hast gesagt, pass auf, mit dir könnte ich mir das vorstellen, mit Gold-Kira zusammen. Rechnet sie? Also ich habe sie natürlich auch die 1-2 Jahre davor, man hat sie mal spielen sehen, auf der deutschen Tour auch, hin und wieder auch auf der internationalen Tour. Und wir haben dann auch zum Schluss mal gegeneinander gespielt, das erzählt sie auch sehr gerne, das Spiel, weil ich dann auch gegen sie verloren habe. Sie einen guten Block gestellt und da habe ich mir gedacht, okay, die Frau muss ich an meiner Seite haben. Und es ist wirklich so, dass sie einfach die beste Nachwuchsspielerin dann zu der Zeit war oder immer noch, ist immer noch jung und Größe hatte. Ich brauchte eine Blockerin, eine willensstarke, eine Powerfrau und deswegen habe ich sie dann angerufen. Und dann hast du natürlich zugestimmt und gesagt, pass auf, ja, da bin ich dabei. Und das war auch ein realistischer Plan. Also bei eurem Talent, das war ja durchaus in Reichweite, zu sagen, das können wir erreichen. Aber dann wird Kira Walkenhorst plötzlich wirklich krank. Du hattest pfeifersches Drüsenfieber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was hat das mit dir gemacht, mit deinem Körper? Ja, das war eine echt doofe Zeit, sag ich mal. Wir haben noch Turniere gespielt in Stavanger, mein letztes Turnier in dem Jahr 2014 war das. Und haben uns nach dem Turnier zusammengesetzt und haben gemerkt, okay, dass es so definitiv nicht mehr geht. Ich war nicht mehr in der Lage, Leistung zu bringen. Ich war eigentlich nicht mal mehr in der Lage, wirklich
vom Einkaufen die Einkaufstüten nach oben zu bringen, weil man einfach körperlich so ausgelaugt und platt ist und man ja jede kleinste körperliche Belastung wirklich zu anstrengend war. So am Boden warst du da? Genau. Also wenn ich nichts gemacht habe und auf dem Sofa lag, dann habe ich mich eigentlich immer ganz gut gefühlt. Und es war das Schlimmste, dass man ist von 100 auf 0 wird man gebracht und darf sich wirklich nicht bewegen und das für ein halbes Jahr. Das war ja einfach zu Hause rumliegen und die Zeit rumkriegen. So habe ich es am Anfang versucht. Das ging nicht gut. Mhm. Habe mir dann irgendwann Hobbys gesucht, die ich irgendwie machen kann, womit ich spazieren gehen irgendwann später nach den ersten 2-3 Monaten. Ja, das war schon eine harte Zeit. Aber da hatte ich wirklich Glück, dass das ganze Team drumherum zu mir gestanden hat. Und das finde ich die besondere Geschichte eigentlich an eurer Geschichte auch. Also ich glaube, ich trete keinem zu nahe, wenn ich sage, jemand anderer hätte wahrscheinlich gesagt, okay, dann suche ich mir eine andere Partnerin, dann mache ich das mit der. Du hast gesagt, Kira oder keine, wir warten auf sie. Mhm, auf jeden Fall. Was hat dich da so sicher gemacht, dass das funktioniert? Mhm. Es gab definitiv keinen Plan B. Es war von Anfang an klar, das war quasi auch noch Glück im Unglück. Also wir hatten noch Zeit, wir wussten, die Quali fängt erst nächstes Jahr an. Mhm. Und wir nehmen uns jetzt die Zeit und vertrauen da auch der medizinischen Abteilung, nehmen jetzt ein halbes Jahr Pause und planen von da ab dann weiter. Mhm. Und da stand wirklich das ganze Team dahinter. War nicht einfach die Zeit, aber wir haben auch uns zum Beispiel fast das halbe Jahr gar nicht gesehen, weil ich dann noch unterwegs war und Kira sich wirklich auf ihre Genesung fokussiert hat. Mhm. Aber ab da an, dass wir dann wieder kleine Schritte gehen und dann die Saison zusammen bestreiten, das hat dann echt gut funktioniert. Das ist eine großartige Geschichte. Hast du ernsthaft daran geglaubt, dass die wirklich auf dich warten? Ich meine, da geht es ja um richtig was, ne? Ja, das war definitiv am Anfang meine größte Sorge, dass jetzt der ganze Traum wieder geplatzt ist, weil der Körper nicht mitmacht. Aber als wir uns dann im Team zusammengesetzt haben und mir wirklich alle gesagt haben, wir warten auf dich und wir gehen den Weg weiter zusammen, da hatte ich denen das voll und ganz geglaubt und ja, mich wahnsinnig drüber gefreut und ich glaube, das hat auch die Heilung oder die Genesung allgemein sehr, sehr viel erleichtert. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, vor allem im Pfeifers des Drüsenfiebers, ist ja wirklich nicht ohne. Es gibt viele Leute, die daran erkranken. Der eine oder andere schaut jetzt auch wahrscheinlich zu. Also nach einer solchen Geschichte dann olympisches Gold zu holen, auf dem Niveau Sport zu machen, ist eine ganz großartige Leistung. Euer Trainer Jürgen Wagner sagt über euch beide, ich liebe es, mit zwei so unterschiedlichen Typen zusammenzuarbeiten. Harmonie ist ein Killer des Erfolgs. Das heißt, ihr seid wie Pech und Schwefel oder wie muss man sich das vorstellen? So ein bisschen, hin und wieder. Also wirklich so, dass was? Ja, auf dem Feld Gott sei Dank nicht. Ja, genau. Also wirklich so, dass wir sehr unterschiedlich sind. Allerdings, das, was er auch immer gemeint hat, dass die Reibung auch zu Explosionen führen kann, was auch nicht immer schlecht ist. Also es ist wirklich immer ganz gut, dass man, wir haben auch Freundinnen auf der Tour, die zusammenspielen und die dann halt nichts ansprechen, was sie stört oder so und dann halt immer nur so mitlaufen lassen. Aber wir mussten dann halt wirklich lernen, wie wir miteinander umgehen, was wir von dem anderen brauchen, damit wir auch die beste sportliche Leistung bringen. Und das haben wir über die 4 Jahre, war ein 4-Jahres-Prozess, dass man sich wirklich gut kennenlernt. Und da hat das Team auch sehr gut geholfen. Also eine interessante Geschichte auch insofern, als es zeigt, was dann Sportlerherzen auch ausmacht. Ne? Also hinfallen ist kein Problem, entscheidend ist, wieder aufzustehen. Das habt ihr gemacht. Olympisches Gold geholt, Sensation. Danke euch ganz herzlich fürs Kommen. Ich weiß, dass gerade sehr hektisch ist bei euch. Wunderbar, mit euch zu plaudern. Und ich freue mich sehr, dass diese drei Herren heute hier bei uns sitzen. Das ist im Grunde, Niki, wenn man so sagen kann,